Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Hackbällchen mal anders. Ich glaube, Hackbällchen sind somit das Gericht, das man für Kinder ja zubereitet, wenn sie denn noch Fleisch essen. Und es gibt jede Menge in unserem Wunderkesselforum, unter anderem dieses, was ich euch jetzt zeige, denn da machen wir Hackbällchen mit einem leckeren Sößchen und mit Pasta dazu. Um genau zu sein, mit Fusilli-Nudeln. Wie das geht, verrate ich euch jetzt. Als erstes nehmen wir eine Zwiebel und zwei Zehen Knoblauch, die wir wie immer 5 Sekunden auf Stufe 5 im Thermomix zerkleinern. Wenn ihr unseren Kanal regelmäßig seht, dann ist euch aufgefallen, die haben mir die Küche umgestellt. Der Thermomix steht jetzt auf dieser Seite, damit ich nicht immer übers Display greifen muss. Jetzt muss ich aber komplett umdenken. Naja, so ist das. Das Ganze schieben wir mit dem Spatel nach unten und dünsten das an. Und zwar mit 20 Gramm Olivenöl, 5 Minuten auf Stufe Varoma. So, damit sind unsere Zwiebeln jetzt wirklich schön angedünstet. Oh, da kommt das richtig heiß raus hier. Ich bin übrigens Rechtshänder, ne? Ich muss jetzt hier alles mit der linken Hand machen, weil die mir den Topf umgestellt hat. Da hinten die Hanna. Schlimme Sache, aber ich krieg's hin. Als nächstes kommen 800 Gramm Rinderhackfleisch in unseren Topf. Das könnt ihr natürlich so in einem Block da reinschmeißen, aber ich zerrupfe das so ein bisschen, dass es ein bisschen einfacher ist für den Kessel das Ganze jetzt gleich mit den übrigen Zutaten zu mischen. Und die übrigen Zutaten wären 50 Gramm Paniermehl, 2 Eier, 2 Esslöffel Sojasauce, 1 Teelöffel Salz, 1 Viertel Teelöffel Pfeffer, Tomatenmark 20 Gramm. Okay, das sind jetzt 25 Gramm, aber ich glaube, das können wir verkraften. Und einen Teelöffel Paprika edelsüß. Die machen wir auch noch da rein. Das Ganze verarbeiten wir jetzt zu einer Hackfleischmasse. Und zwar 1 Minute und 30 Sekunden in der Teigstufe. So, ihr habt gesehen, ich habe hier schon den Varoma und den Einlegeboden rausgenommen, denn dieses Gericht ist ein One-Pot-Gericht. Das heißt, wir brauchen nur unseren Thermomix. Die Hackbällchen werden also nicht angebraten, sondern ganz schonend hier im Varoma angedünstet. Unsere Hackfleischmasse, die mache ich jetzt einfach mal hier in den Topf, weil da ist es dann leichter, das rauszumachen. Jetzt ist immer hier, ne, so dieses Rauspulen, das ist immer schwierig. Ich zeige euch jetzt mal was Cooles. Ja, hängt jetzt noch was drin, aber irgendwo in den Tiefen meiner Schublade habe ich dieses schöne kleine Tool. Das ist ein Teigtwister. Fantastisches Gerät. Das heißt Gerät, das ist einfach hier nur so ein Aufsatz für den Thermomix. So, da drehst du ein bisschen. So, das ist alles raus. Alles raus. Toll. Muss man nicht drin rumwühlen. So, da ist noch ein bisschen, hängt da noch. Zack, fertig. Ich mache jetzt 45 bis 50 kleine Hackbällchen. Leg die hier in den Varoma und in den Einlegeboden und da dürft ihr mir jetzt gerne bei zuschauen. Also sie sollten nicht zu groß sein, die Hackbällchen. Ich denke, so diese Größe, das kommt hin, passt das nachher auch ganz gut. Die Hackfleischbällchen sind geformt. Den Mixtopf habe ich jetzt noch so ein bisschen ausgekratzt, da habe ich auch noch mal ein halbes Hackbällchen rausbekommen. Wir brauchen den nicht auszuwaschen, denn wir machen jetzt eine Zwiebel und zwei Zehen Knoblauch hinein. Zerkleinern das Ganze nochmal. Dreimal dürft ihr raten. 5 Sekunden auf Stufe 5. Nochmal 10 Milliliter Olivenöl. Ich muss mal was dazu sagen für alle, die keinen Thermomix haben, diesen Kanal trotzdem schauen. Ich sage normalerweise Gramm, nicht Milliliter. Das liegt an Folgendem. Ihr könnt euch das hier mal anschauen. Auf dem Display hier, da ist eine Waage und diese Waage zeigt halt Gramm an. Und 100 Milliliter sind
in der Regel 100 Gramm oder 10 Milliliter, 10 Gramm. Also wenn ich bei Flüssigkeiten ausnahmsweise mal die Grammanzahl sage, dann liegt es daran, dass wir das im Thermomix halt eben auch so abwiegen. Ist nicht, weil ich es nicht weiß. Wollte ich nur mal sagen. So, und wir dünsten das jetzt an. 2 Minuten auf 100 Grad. Stufe 1. Ja, das ist klar. Als nächstes machen wir 200 Gramm Schinkenwürfelchen hinzu. Hier gerne auch nochmal die Zwiebeln etwas nach unten schieben und den Knoblauch. Der Rest von diesem Hackfleisch, der da mit drin war, der ist ja auch jetzt mit angedünstet. Und die Schinkenwürfelchen kommen einfach rein. Na, bleibt nicht da drin hier. So, raus. Und das Ganze dünsten wir jetzt nochmal an. 3 Minuten. In der Varoma-Stufe. Wichtig ist hier Stufe 1 und Linkslauf. So, jetzt geht's weiter mit unserem Sößchen. Wir machen die restlichen Zutaten für unsere Soße jetzt hier in den Kessel. Als da wären 1 Liter lauwarmes Wasser. 500 Gramm passierte Tomaten, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht versaue hier. 100 Milliliter oder 100 Gramm Rotwein. Wenn ihr eine alkoholfreie Variante verwenden wollt, dann könnt ihr auch Traubensaft nehmen und Gemüsebrühe oder nur Gemüsebrühe, wie auch immer. Natürlich kommt noch ein Teelöffelchen Salz dazu. Pfeffer ebenfalls, davon ein Viertel Teelöffel. Dann haben wir hier so eine italienische Kräutermischung. Davon 2 Teelöffel. Das sind so die Klassiker. Oregano, Thymian, Basilikum. Ja. Gibt es zu kaufen. Fertig. Kann man auch selbst machen. Kann man auch frisch nehmen, aber ich habe sowas zu Hause in meinem Schrank stehen. Also ihr wahrscheinlich auch. Dann nehmen wir Gemüsebrühe. Und davon ebenfalls 3 Teelöffel. Auch hier könntet ihr natürlich alternativ unseren Suppengrundstock nehmen, den ihr selbst gemacht habt. Da würde ich dann allerdings nur 2 Teelöffel nehmen, weil der doch etwas intensiver ist. Wir machen den Deckel drauf, nehmen den kleinen Deckel ab, setzen unseren Varoma mit den Hackbällchen oben drauf. Und jetzt wird das Ganze 20 Minuten in der Varoma-Stufe im Linkslauf auf Stufe 1 gekocht. So, und wir nähern uns der Fertigstellung unserer Hackfleischbällchen-Fusilli-Zubereitung. Kennt ihr das, wenn ihr mit einem Satz anfangt und nicht wisst, wie man ihn zu Ende führen soll? Mir passiert das ständig. Gott sei Dank kann ich so Sachen rausschneiden. Die Hackfleischbällchen sind jetzt fast durch und das Einzige, was jetzt auch noch fehlt, das sind unsere Nudeln. Und da haben wir 500 Gramm Fusilli-Nudeln. Ihr könnt natürlich auch andere kleine Nudeln holen. Was gibt es da noch? Irgendwie die kleinen Schneckchen oder was auch immer. Wichtig ist 500 Gramm. Die machen wir jetzt hier direkt in die Soße rein. Setzen den Varoma nochmal auf. Den Deckel ebenfalls. Und dann wird das Ganze nochmal 9 Minuten in der Varoma-Stufe im Linkslauf auf Stufe 1 gegart. So, und wie wir hören, es klingelt. Das Essen ist fertig. Unsere Hackbällchen sind durch. So hoffe ich zumindest. Und unsere Nudeln haben 9 Minuten gegart. Ist jetzt natürlich so, wenn ihr andere Nudeln habt, die länger garen, dann müsst ihr natürlich entsprechend die Garzeit ein bisschen anpassen. Aber so 9 Minuten ist ja eigentlich die Regel für Nudeln. Die Soße mit den Nudeln, das füllen wir jetzt um in eine Schüssel. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch echt gut aus und es riecht auch gut, das muss man sagen. Es riecht wirklich gut und wir können jetzt, um den Geschmack noch ein bisschen zu verfeinern, noch etwa 3 Esslöffel
Tomatenmark unterheben, so 50 Gramm auch, das ist, ne, einfach für den Geschmack, die heben wir jetzt einfach vorsichtig unter. Und dann wird das Ganze zusammen mit den Hackfleischbällchen serviert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir die Hackfleischbällchen da reinmachen. Weiß ich nicht, ob wir das machen jetzt, eher nicht. Also ich serviere das jetzt einfach auf dem Teller, aber natürlich könnt ihr die Hackbällchen auch in die Soße machen. Und jetzt kommt der alles entscheidende Test. Wie schmeckt das Ganze? Ich habe jetzt die Hackfleischbällchen mal oben drauf gemacht, damit man das auch sieht, dass Hackfleischbällchen sind. Ich würde das aber dann auch irgendwie mischen mit der Soße. Und dann schauen wir erstmal nach den Hackfleischbällchen. Die werden ja oft, wenn man sie zu lange macht, gerade hier im Varoma, etwas trocken. Also sie schmecken halt anders, als wenn man sie anbrät. Ihr könnt die natürlich auch anbraten, ne? Aber wenn man Bolognese macht zum Beispiel, dann kocht man die Hackfleischbällchen ja eigentlich auch in der Soße. Nee, die sind genau richtig. Also die Zeit ist definitiv nicht zu lange. Aber jetzt zu der Nudelsoße oder unseren Nudeln. Das schmeckt richtig gut. Gerade auch, weil man so ein bisschen den Schinkenspeck noch rausschmeckt. Mmh. Hat so ein leichtes Raucharoma. Wirklich sehr, sehr lecker. Doch, auf jeden Fall. Ich habe jetzt, habe ich eben schon gesagt, dieses scharfe Tomatenmark da reingemacht. Das schmeckt man natürlich raus. Ich mag das gerne, wenn das ein bisschen schärfer ist. Könnt ihr natürlich auch normales Tomatenmark nehmen. Ganz ehrlich, ich würde, glaube ich, sogar echt noch so ein bisschen Chili oder sowas drauf machen. Dann einen leckeren Salat dazu und ihr habt wirklich ein One-Pot-Gericht, das nicht kompliziert zuzubereiten ist, aber ja doch etwas länger dauert. Also so 40, 45 Minuten solltet ihr euch schon Zeit nehmen. Die braucht das Gericht auf jeden Fall, um fertig zu werden. Probiert's mal aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir runter in die Kommentare schreibt, ob es euch geschmeckt hat, ob ihr vielleicht auch noch Ideen habt, das Ganze irgendwie zu variieren. Lest die Kommentare natürlich auch. Wir kommentieren eure Kommentare. Wir freuen uns über euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert einfach den Kanal. Da unten ist so eine Glocke. Da solltet ihr auch drauf drücken, denn dann bekommt ihr immer Nachricht, wenn es hier ein neues Video gibt. Ich sage bis zum nächsten Mal Tschüss und guten Appetit. Ich gehe mich mal setzen zum Essen.